Hey, ich bin wie immer der Sirax und herzlich willkommen zu einem weiteren wunderschönen Part zu Let's Play Finals Revenge. Und Mega Man ist schon wieder gestorben. Ja, ich nehme so viel Mega Man auf wie eigentlich noch nie. Dank dem Hack, weil das hier so lange geht und sich zieht und ich muss auch sagen, das ist nicht ganz leicht. Was war das denn schon wieder? Neuer Tag, neues Glück. Das letzte Mal, wo ich diesen Hack aufgenommen habe, das ist jetzt fast eine Woche her. Und ich muss sagen, manches geht mir echt auf die Zwiebel. Manches. Wie das da? Da wollte er nicht springen. Mein Gott. Und wir haben jetzt genau in der Woche Mittwoch. Mittwoch ist ein Schrittloch und das Syndrom hat Mega Man. Und nebenbei hat Mega Man auch das Syndrom Zäpfchenliebhaberei oder so. Auf den Straßen ist auch irgendwie was ganz Lustiges los. Keiner kann mal richtig Auto fahren, ey. Nur noch fahrlässige, dumme Vollidioten auf den Straßen. Seien es jetzt Motorradfahrer oder normale Autofahrer. Heißt, ich... für was gibt es jetzt da die... Na, wie heißt es jetzt? Ist mir der Name entfallen. Rechtsfahrgebot. Und das heißt nicht nur, das Rechtsfahrgebot heißt, es heißt nicht umsonst Rechtsfahrgebot. Rechts! Sondern, wenn es jetzt zwei Spuren gibt, dann ist für die rechte gibt es ja zwei Spuren. Für die linke gibt es nur eine. Und was wird das wohl sein? Rechts und Mitte sind dann für... Ich fahr doch auf den Scheißblock, du Hurensohn. Für rechts ist dann Mitte und rechts und für links nur links. Was macht der Typ neben mir? Er zieht in die Mitte rein. Ich glaube, wir können alle froh sein drüber, dass rechts neben mir keiner war. Sonst hätte ich keine andere Wahl gehabt. Entweder der zu mir kommt, quasi dagegen. Oder gegen den anderen, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Aber es wäre ebenfalls von mir fahrlässig, wenn ich in meiner Spur, bleiben würde. Obwohl, darüber lässt sich jetzt streiten. In dem Moment hätte ich schlecht abbremsen können, weil das war eine Kreuzung, hallo. Also über verträumte Säcke und Handy sucht diese. Ja. Das ist echt. Der Führerschein gibt's nicht umsonst. Das ist quasi das rechtmäßige Dokument, Auto fahren zu dürfen. Sonst dürfte ja jeder Idiot Auto fahren. Aber so hat es den Anschein, dass jeder Vollidiot. Mann! Jeder Vollidiot Auto fahren kann. Aber so hat es den Anschein, dass wirklich jeder Vollidiot Auto fahren kann. Und scheinbar wissen welche nicht über die Fahrer Bescheid. Obwohl das war ja ein alter Sack, der da am Steuer war. Ich könnte kotzen! Oh Mann, wenn du dich jetzt noch einmal treffen lässt. Match Mega Man. Das regt mich schon wieder auf. Deswegen habe ich es heute nicht angefangen. Ich wollte über was reden. Das war beinahe zu hoch. So, du blöder Hurensohn, du springst dir nicht runter.
Meine Güte, ey. Okay. Soweit, so gut. Den töten, den töten. Alle wegbringen. Mega Man, das Gewaltspiel. Auf jeden Fall, diese Hecke fördert manchmal Gewalt. Das lässt sich nicht bestreiten. Beziehungsweise Mega Man, der verursacht es. Er ist quasi die Quelle meiner Gewalt. Und ich werde gleich eine ausüben auf Mega Mans Melonenschädel. Ich werde mit dem Hammer drauf dröhnen. So. Ja, geht doch. Man muss es gleichzeitig machen. Mann, du Bastard, ey. So, wenigstens Midway Point. Wäre lieb von dir, wenn ich jetzt noch eine Weile überleben würde und genau dadurch Energie bekomme. Das wäre sexy. Oh, warte. Oh! So, wie war das? Ja, wow. Auf Anhieb. Warum nicht immer so? So, jetzt kann die Scheiße. Ah ja, ich muss auch sagen, ich habe vor kurzem ein Heidengeld fürs Mirdorf ausgegeben. Das waren, wie viele Dosen waren das? 12? Ja, da habe ich mal kurz 30 Euro für ein bisschen Mirdorf ausgegeben. Hurra. So, der geht gleich runter, das weiß ich. Burschi. Mein Gott, Mega Man! Du bist nicht Mega Man! Nein, du bist nicht Mega! Und du bist auch kein Man! Du bist doof, du bist ein Arschloch! Ich mag dich nicht! Boah, Mann, verreckte an einer japanischen würfelförmigen Sexpuppe, die sich magnetisch bewegt. Was denn, in Japan gibt's ja so, gibt's ja alles. Da gibt's wirklich alles. Also was die Kategorie Fick-Fetisch bezeichnet. Mein Gott, ey, was ist das für eine schlechte Hitbox, ey? Den Ventilator hätte man da auch nicht unbedingt hinbauen müssen. Das nervt auch. Och man, springt doch richtig. Boah, Mann, Alter. Du Spastiker. Du Dübel-Spastiker. Dübel-leckender Hurensohn. So, kurz hier rüber. Ja, wie war mein Tag? Nicht gerade stressfrei. Und ich spiele dieses Spiel. Hurra! Ich hatte vor ein bisschen Aggression. Ich habe mir nämlich, ihr wisst ja, dass Rennspiele mich nicht ganz so kalt lassen. Besonders, wenn ich ständig am Ablosen bin. Und bei F-Zero für den... oh mein Gott. Bei SEO Full Violence oder wie das auch heißt. Für den Game Boy Game Boy Advance. Heilige Scheiße. Mein Gott! Habe ich mir auf jeden Fall mal zugelegt. Und ich muss sagen, die Fahrzeuge lassen sich zum Teil echt schlechter steuern als vom ersten Teil. Das ist sehr betrauernd. Sehr traurig und das heißt sehr traurig. Es geht zum Glück noch. Aber ich meine jetzt beispielsweise
ja, das Arschloch, das sich auch, also es gibt Fahrzeuge, die lassen sich wirklich Steuerwind ausgefratztes Arschloch und benehmen sich dann auch häufig mal so auf der Strecke. Und ja, fahren dann bei den leichtesten Kurven gegen die Wand, hurra! Und das macht mich natürlich ein bisschen aggro. Ja, ständig. Ah, ja, machen wir ein paar kleine Experimente, Mega Ben. Und ja, da kam dann das eine oder andere Ausraster hinten hoch. Ja, ich weiß, das gehört sich nicht und es ist kindisch auszurasten, aber ich weiß nicht. Es nervt mich abgrundtief manchmal. Das muss ich beteuern. Oh ja, das hättest du mir vorher geben können. Aber jetzt ist es zu spät. Du springst nicht in den Dödel rein, okay? Aber ich möchte mal was ausprobieren. Ich konnte vorher da drauf stehen. Ich trau mich nicht. Okay. Warum konnte ich vorher da drauf stehen? Ist ja über 20 Parts und dann aber ja, wenigstens haben wir mal in den letzten Parts überhaupt was geschafft. Ich glaube, das mit dem Boss kann doch auf sich warten. Ich krieg die Grütze. Ich bin hier am Verzweifeln. Oh, Mega Man, Mega Man. Du Hurensohn, du Hurensohn. Boy. Heute auch eine Präsentation gehalten und vorgestern quasi erstmalig was davon mitbekommen. Ist natürlich auch himmlisch. Lass dich doch töten, du Hurensohn, ey. Und dann erst bei, ja, ein bisschen Stress geschoben. Und ich, ja, der Buste vor beim Rennspiel raus. Ey! Ja, ich habe den Safe jetzt geladen, weil, das ist nervig und das ist verlängert einfach bloß nur noch. Und ganz ehrlich, ich tue es ja nicht abusen. Beziehungsweise, es kommt sowieso das gleiche raus. Es hat nichts mit Skill zu tun, sondern einfach bloß das ist Warten. Da hätte ich mich doch mal zweimal sterben lassen können. Hurra, hurra. Zudem, wird jetzt so wenig gesaved wie möglich hier in dem Hack. Mein Gott, was ist das für eine bescheidene Hitbox, ey? Weißt du, das geht einem so auf die Klötze mit irgendwann mal. Boah, ey. Ist doch wunderbar. Oh, das Bildhof schmeckt so geil. Ich überleg mir, ob ich nach diesem Part überhaupt noch ein Part anfange. Weil das schon wieder so toll ist. Battle Kit gibt's ja auch noch. Es wird aber bis dahin wahrscheinlich immer noch laufen. Keine Ahnung. So weit kann ich nicht in die Zukunft sehen. Sehe ich aus wie ein Wahrsager. Ja, sehr recht, du siehst aus wie ein Wahrsager. Bitte, bitte erzähl mir meine Lebensgeschichte. Wann werde ich meinen ersten Hund ficken? Wann werde ich meinen Neffen heiraten? Wann werde ich wegen Pädophilie eingesperrt? Wann verliere ich sie? Das Amt. Wann verliere ich meinen Posten als Pfarrer? Oder sowas, oh Gott.
Und, okay, wir können hier nicht stehen. Merken wir uns. Merken wir uns. Oh. Fick die Henne. Den machen wir kalt. Obwohl, kalt machen. Das kann nur der Iceman. Der Iceman. Der Eisschildmacher. Oh ja, den, ich freue mich schon auf den Wichser. Ich hatte weniger Probleme mit dem im ersten Teil. Mein Gott. Ach, du bist doch so eine Hure. Ich bin gleich am Verzweifeln. Geh da. Mann, er haut sich immer den Deckel. Ich mach das irgendwie falsch. Ich wäre jetzt schon tausendmal drauf gegangen, wenn da unten Stacheln gewesen wären. Herrgott, noch eins. Ja, geht doch. Jetzt schon wieder nicht. Ich möchte, dass das funktioniert. Weil oben sind dann Instant-Kill-Stacheln. Denk mal, wenn hier so ein Zeitlimit auch noch wäre. Ja, himmlisch. Denk mal, wenn das so Laserstrahl hier käme und ich solche Sprünge andauernd machen müsste. Oh mein Gott, wäre der Heck asozial. Also der wäre dann, das wäre dann hier noch aus Liebe und Leidenschaft, das hier. Das andere wäre einfach bloß die Hölle. Schlecht weg, schlecht hin. Schlecht weg und schlecht hin. Mein Gott, Mega Man, stell dich nicht so an. Mann, du nimmst mir alle Hoffnungen damit. Nein! Ich möchte, dass das öfter funktioniert. Ich möchte eine mindestens 90%ige Chance haben. Geht doch. Ich vertraue dem Wichser mal, aber ich will eigentlich ihm nicht vertrauen. So, du Blitzheini. Wollte schon sagen. So, komm, lassen wir uns treffen. Kein Bock mehr. Obwohl ich ihn auf Anhieb vorher ausgewichen bin. Mein Gott, ist das hier so behindert. Das ist unfair. Weißt du, hier muss man mindestens einmal sterben. Und das ist der Scheiß. Macht man nicht. Das ist scheiße. Da will ich die Energie hier haben. Mein Gott, ey. Ich trau mich gar nicht mehr hier. So. Nein! Er ist ein Pixel zu weit gelaufen. Ah! Kannst du nicht mal 100 Leben droppen, dann hätte ich vielleicht mal... Ja, ein bisschen mehr Hoffnung, diesen Hack irgendwann mal zu schaffen. Irgendwann mal in 20.000 Jahren. Du bist doch eine Nutte. Mann, leck dich doch! Weißt du, dieser blöde Bastard hier? So, alles oder nichts. Ich bin zu weit gesprungen. Ja gut, da sehe ich meinen Fehler ein, aber dieser Hurensohn, der da... Kann man eigentlich von diesem Getränk hier besoffen werden? Keine Ahnung, das hat glaube ich 2 oder 3%. 3%. Also weniger als ein Radler. Oder ja, nö, ungefähr so viel wie ein Radler. Nur dass die Dose auch noch höchst klein ist. Das sind vielleicht, ja, Viertel Liter. Also 4 Stück davon. Du hast höchstens ein Bier. Apropos Bier. Ich habe ja auch noch Bier. Hier aber, irgendwie gerade kein Bock auf Bier. Eigentlich bin ich für Bierchen eigentlich fast immer zu haben.
Was heißt fast immer? Oft. Manchmal. Ja, gut. Immer ab und zu mal. Aber, irgendwann mal schmeckt es, will man auch mal was anderes haben. Weißt du, ich kann auch nicht jeden Tag mein Lieblingsgericht essen. Mann, das braucht hier so lange. Es ist so unnötig. So, meine Güte, das soll hier auf Anhieb klappen, Mega Man. So, sonst gar nichts. Mein Gott, ey! Mann! Boah, du Mistgeburt! Ich wäre jetzt viermal gestorben. Fünfmal. Ja, das ist auch vorpassiert, Mega Man. Sechsmal. Siebenmal. Acht. Neun. Zehn. Mega Man, weißt du, was ich vorher noch gesagt habe? Von 10 Mal sollte es mindestens 9 Mal klappen. Mit den 90% und so. Bei dir ist die Erfolgschance nicht einmal 1%. Mein Gott, für was drücke ich auf Springen? Mein Gott, ich hasse diesen Sprung. Ey, Alter. Geht doch! Von 20.000 Versuchen klappt einer! Das ist mir zu unwahrscheinlich! Ich möchte jetzt einen. Bist doch bescheuert, ey. Weißt du das? Mein Gott! Ich lenke in die richtige Richtung. Ich spring fast genau ab. So. Weißt du, ich möchte nicht immer wieder dahin rennen müssen. Ich hab's auch schon mal geschafft, das weiß ich. Mann! Mega Man, geh da hoch oder ich raste aus. Mein Gott. Ey, Alter, das ist doch glücksbasierend, was hier Mega Man macht. Der will manchmal und der will manchmal nicht. Ich weiß, dass der Sprung nicht glücksbasierend ist. Sonst wäre hier nicht drin, obwohl etwas Glücksbasiertes war ja im letzten Level drin. Who's Catman? Big Eye. Aber Mega Man selber ist glücksbasiert. Alte Schachtel will nicht richtig springen. Der kooperiert nur, wenn Guck mal, das sieht fast genauso aus. Der kooperiert nur, wenn er Bock dazu hat. Und er hat selten Bock. Besonders bei sowas. Wir machen das so lange, bis es klappt. Mein Gott, ey, ich krieg die Grütze. Mann! Alter, wie viel tausend Tote ich schon gestorben wäre wegen Mega Man. Muss ich die haargenau gleichzeitig drücken? Tatsächlich haargenau gleichzeitig. Ja, zu der Erkenntnis bin ich auch, glaube ich, letztes Mal gekommen. Daran kann ich mich aber leider nicht mehr entsinnen. Weil ich etwas Besseres mitten in der Woche zu tun hatte. In der Woche. Als mich an Mega Mans Huren-Taktiken zu erinnern. So, du Wichser, ey. Na gut, ich lass mich hier treffen. Mein Gott, ey. Dass diese Viecher auch Instant-Kill sind. So. Wow. Wie viel waren das? 2 Balken oder einer?
keine Ahnung. So, jetzt wird's lustig. So, weiter kann ich nicht. Es liegt bloß am Mega Man. Es wird mir gleich zu blöd, ey. Dann bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao, ciao und auf Wiedersehen.